Okay. Jetzt wieder zu Fahrstuhl Nummer 1. Ich weiß nicht, als wir das letzte Mal hier waren, da war das alles noch in diesem Blau gehalten. Ich frage mich auch, ob das Stein ist oder Kristall oder irgend sowas in der Art. So. Also ich wollte ja mal gucken, was dieses Love Love G ist eigentlich. Erhöht Freundschaft zu allen GF. Okay. Das können wir ja nochmal speichern. Und dann geht's schon weiter. Also ich habe dieses Wochenende echt verdammt viel geschafft. Das hätte ich gar nicht erwartet, dass es doch so weit wird. So. Ja, wer dachte, oh Gott, jetzt müssen wir gegen das Mistvieh kämpfen, das stimmt nicht. Wir werden einfach nur rausgeschmissen von dem. Gütigerweise. Im Hintergrund ist auch eine leicht transparente Pandora. Und da waren wir ja vor uns, das ist dieses Tears Point, wo wir auch den Ring bekommen haben. Das hält die Energie nicht aus. Das ist die Lunatic Pandora. Träne des Mondes. Medea erfasst es schon. Oh, ich mag die Musik nicht. Aber wir sind jetzt im Weltall. Ach, super. Irgendwie hat die Gestik mir irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie kenne ich die Gestik. Das ist voll cool. Das nenne ich mal ein Raumschiff. So, also wir sind jetzt in irgendeiner von diesen Kapseln. Entfrostung gestartet, aufgepasst.
Ja, Rainoa ist immer noch bewusstlos. Rainoa? Der sagt gar nichts. Ja, mal sehen. Wieso haben wir die jetzt eigentlich mitgenommen? Sollte die nicht eigentlich bei Dingens bleiben? Oder hoffen die hier irgendwie mehr zu kriegen? So, also erst einmal ablegen. Na? Dann halt reden. Na, das nenne ich sicher. Boah, schon wieder Geld bekommen, das gibt's ja nicht. Ein Ritter, ja. Gut, jetzt speichern wir erstmal ab. Hier drinnen muss ich auch nochmal gegen diesen weiß gekleideten Typen spielen, also Karten. Wie gesagt, das werde ich auch wieder auf Screen machen. Weil das eine Katastrophe werden kann. Hier sollen die schlimmsten Regeln überhaupt sein. Und der Typ ist eh ein bisschen schwerer. Und er hat die Alexander-Karte. Das muss ich nur erstmal rausfinden. Das muss ich, wie gesagt, nur erstmal rausfinden, wo der Typ ist. Ah ja. Ja, ja. Die Träne des Mondes tritt regelmäßig ein. Ihr kennt doch den riesigen Krater auf Sentra. Er stand vor 100 Jahren durch die Träne des Mondes. Man sagt, die Städte auf Sentra dadurch vollkommen zerstört wurden. Ja, wir gucken uns jetzt auch direkt mal. Ja, wir gucken uns auch jetzt direkt mal die Tränen des Mondes an. Schau mal hin. Ist schon übelst cool gemacht. Was zum Teufel ist das? Da bist du bestimmt schnell auf Level 100. So. Warte ich schon bei Elione? Nein. Geh die Treppe im Gang hinauf, dann kommt ihr zu Eliones Zimmer. Okay. Aber ist das nicht irgendwie eine schlechte Idee, Elione dort hinzubringen, wo Adele auch in der Nähe ist? Ja, auf jeden Fall. Ich werde jetzt schnell nochmal speichern, werde dann versuchen, mit Pete zu spielen. Und wenn ich es geschafft habe, sehen wir uns wieder. Also bis gleich dann. Ciao. Hey, ich bin kurz wieder da. Ihr werdet es nicht glauben, aber die Direct-Regel ist weg. Ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. Ich habe gar nichts gemacht, ehrlich gesagt. Also die Regeln haben jetzt momentan Open, Sudden Dead, Random Hand, Same plus Wall Same. Ja, das ist natürlich ziemlich heftig. Und dann noch die Element-Regel halt. Wir probieren mal spielen und danach werde ich halt auf Screen weitermachen. Dadurch sehe ich gerade gar nicht die Karte dabei, die ich eigentlich will. So, mal schauen. Ja. Okay. Das hier, das müsste. Ah, nee, das ist Same Plus. Wall Plus, meine ich.
gerade nie aufgewacht. Scheiße. Egal. Das dürfte wieder gehen. So, und bla bla bla. Es wird leider nichts mehr, wie es scheint. Naja. Hätte ich eh verloren. Also, wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, und wieder da. Moment, wirklich gucken? Ja, wirklich. Ich habe es geschafft. Ich habe jetzt neuerdings komischerweise die One-Regel wieder drin, seitdem ich hier im Weltall bin. Und ja, ich habe es gerade geschafft, die Alexander-Karte zu gewinnen. Und die hole ich mir jetzt auch direkt. Perfekt. So, jetzt werde ich nochmal direkt abspeichern. Und dann können wir hoch in die oberste Etage, denn da wartet Elione schon auf uns. Mein Gott, bin ich glücklich. Endlich wieder die One-Regel oder Hauptsache überhaupt keine Direct-Regel mehr. Ich habe ja gemeint, die Regeln hier im Weltall sind total heftig. Ich meine, klar, das sind nicht die schönsten Regeln, aber hallo, keine Direct-Regel. Da ist alles besser. Aber ich wette, ich weiß, wieso die Direct-Regel nicht mehr da ist. Schön, weil ich letztens den Satz abgelassen habe. Ich komme schon viel besser mit der Direct-Regel klar. Ich meine, immerhin habe ich Edea und Cypher mit der Regel gewonnen. Trotz der Regel. Okay, dann gehen wir jetzt mal hoch. So. Ach, jetzt weiß ich wieder, wieso wir Renoir mitgenommen haben. Ja. Bis vor 7 Jahren, da war Elione war damals, was weiß ich, schätze ich auch mal 7, 6 Jahre oder so. Da ist sie jetzt 22, ne, 23, 24. Besteht aus einem speziellen Material. Da drin ist Adele versiegelt, also dieses, in diesem runden Dingens da, das Viech da. Funk, Schall und Gedankenwellen, sogar Kopplungen. Aha. Wiederholt sich der Albtraum. Naja. Der Präsident kontrolliert es persönlich. Das ist der Präsident. Seit der Zeit macht er seine Inspektion regelmäßig. Also er ist immer da oben anscheinend und guckt nach, ob alles in Ordnung ist. Also ich weiß nicht, Adele ist so eine Frau, also eine Hexe, weibliche Hexe, aber irgendwie, irgendwie sieht die teilweise schon ein bisschen männlich aus. So, Elione. Hallöchen. Mit der muss ich nachher, glaube ich, auch gleich Karten spielen. Ich frage mich, was sie verändern wollte an der Vergangenheit. Na gut. Ach, sie ist jetzt sogar bei uns dabei. Kann ich die koppeln? Nee. Die rennt nur so hinterher.